Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Air Combat. Das letzte Mal haben wir hier eine Produktionsstätte des Feindes zerstört und den Punkt auch wieder als eigene Basis eingenommen oder so. Keine Ahnung. Und zwei neue Missionen haben wir freigeschaltet. Und zwar Mission Nummer 8. Destroy Enemy Staging Zone. Ich glaube, Staging Zone ist sowas, wovon Angriffe und dergleichen starten. Und Mission 10, das heißt wahrscheinlich, wenn wir hier drüben Mission 7 machen, also müssen wir rüberfliegen, ist ganz links dieser rote Kreis. Wird da wahrscheinlich dann irgendwo Mission 9 sein? Oder von Mission 8 kommt Mission 9 weg? Mission 10, VIP Recovery Mission. Wir werden natürlich zuerst Mission 7 hier beginnen, einfach damit wir mit der Zahl her, da, Suppress Radar Base, damit wir da schön von der Nummer her dabei sind. Aber wir haben ein neues Flugzeug freigeschaltet. Und zwar die MiG-29, sehr hohe Mobility. Das ist ein super wendiges, super schnelles Flugzeug. Wenig Stabilität, wenig Defense, normale Offense. Naja. Ich bleib bei der F-15, die taugt mir bisher. Und dann beginnen wir Mission 7 Suppress Radar Base. The enemy's AVCRS, Air Defense Command and Radar System, has been identified. We can expect a steep drop in enemy effectiveness if this site is destroyed. The enemy has an effective SAM kill zone around the target. Its one weak point is a narrow ravine leading to the base. This requires precision, nap of the earth flying. Target, enemy radar site. You have no effective countermeasures to this model of SAM. Exit the ravine and you are toast. Good luck. Und da haben wir ihn, den Trench Run, den Canyon Run. Den gibt's einfach in jedem Ace Combat Teil. Das ist einfach Tradition. Auf dem Weg sind ein paar RAH-66 Hubschrauber. Und sobald wir bei dem Canyon rausfliegen, war's das. Dann haut's uns einfach... Ach, jetzt hätte ich gern das Flugzeug mit der hohen Mobility und... Ja, mit der hohen Mobility. Wurscht. Ich kann nicht zurück, ich kann nicht zurück. Nein. Ich würde gern zurück und das Flugzeug kaufen. Oh. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ich habe jetzt einfach nur Knöpfe gedrückt. Man kann die ganzen Ziele da anschauen. RAH-66. 10.000 für so einen Hubschrauber. Das Model schaut echt nicht schlecht aus. Ich meine, Textur, aber das reine geometrische Model... Schaut nicht schlecht aus. Ja. Radar Side wird uns nicht angezeigt. Ach, ich würde gern zurück. Aber ich kann nur... Doch, mit X komme ich zurück. Ja. Weil was ich auch vergessen habe, das Speichern. Mann, das muss ich mir echt angewöhnen. Nach jeder Mission speichern. Oh, habe ich das letzte Mal neu gespeichert? Wollte nicht. Ich wollte eigentlich immer nur die beiden darüber speichern, dass ich auch nicht zu weit zurückgehen kann, um es mir ein bisschen schwerer zu machen. Habe ich einen neuen jetzt angelegt. Dann lasse ich den Dreier halt, wie er ist. Und mache halt 2 und 3, überspeichere ich immer. Okay. Gut. Dann View Aircraft. Und dann kaufe ich mir... Die FA-18 hat auch nicht schlechte Stability. Die hat halt wenig Defense. Ich meine, die A-10 ist da auch nicht schlecht. Hat auch sehr hohe Mobility und Stability. Und wenig Power. Das müsste heißen, dass sie recht langsam auch fliegt. Ich glaube, ich probiere das mit der A-10 zu machen. Die so hässlich ausschaut mit dem jetzt.
MiG-29. Die hole ich mir einfach auch, wenn es irgendwo eine Mission gibt, wo ich extrem schnell sein muss. Weil die hat Power und Mobility. Ich hol's mir einfach. Wurscht. Ja, das sind jetzt eher alles meine Flugzeuge. Ich glaube, für drei habe ich noch Platz. Und es gibt deutlich mehr als drei Flugzeuge noch über. Noch eine F4. In Notfall kann ich meine alte F4 sogar verkaufen. TNDF2. Die hat Offense, Defense, Stability. Kaum Mobility Power mag ich eigentlich nicht. Die F-18 würde ich mir vielleicht noch kaufen wollen. F-117. Wenn ich wüsste, was das Stealth macht. MiG-31. Aber wurscht. Machen wir jetzt einmal unseren Trench Run. Und zwar mit der A10. Ja. Kann ich. Ja, passt. Mal schauen, wie schlimm das wird. Oh Gott. Ja. Jo. Und schon gestorben. Boom. Mission Failure. Mann. Ich dachte, ich komme nur mit der... Ja, komme ich da rum. Das Flugzeug ist viel zu schnell. Das hat keine Luftbremse. Ich habe nicht langsamer werden können. Also das war ein Blödsinn. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich die Mission verhau. Mission ist noch da. Wenn ich jetzt auf Aircraft gehe, müsste meine A10 weg sein. Ist sie komplett dann weg? Mhm, die scheint komplett weg zu sein. Kann ich auch nicht neu kaufen. Einfach, weil ich es nicht besser gewusst habe. Das eine Mal mache ich es. Ich lade neu. So. Und jetzt kaufe ich mir die aber trotzdem noch einmal, weil gekauft habe ich sie mir halt. Das heißt, die kaufe ich mir noch einmal. Aber ich werde die hier benutzen, die MiG. Zack. Und auch damit ich das nicht nochmal machen muss. Und dass es auch wirklich fix ist, dass ich mir die gekauft habe, überspeichere ich das auch, nachdem ich mir die Flugzeuge gekauft habe. So. Mission 7. A10 schleicht sich. MiG 29. Da bist du. Hohe Mobility. Ah, Mann, das hat auch eine hohe Mobility und Super Stability, aber. Ja. Vielleicht heißt viel Power auch, dass sie mit wenig Geschwindigkeit gut fliegen kann. Weil ich das so gemeint, je schlechter die Power, desto mehr Geschwindigkeit braucht das Flugzeug, um fliegen zu können. Weil mit der, die ist halt mit 500, 600 Knoten, keine Ahnung, na, Meilen pro Stunde war das, gestartet und ich habe L1 drück zum Bremsen und die hat nicht runterbremst. Da kann ich auch nicht bremsen. Ich drücke L1 für die scheiß Bremse, aber es macht nichts. Wie die fliegen die Hubschrauber auch. Voll unfair. Achso, der ist gerade abgehoben. Okay. Mit dem Ja dagegen halten. Felsenwand. Ich wünschte, ich könnte runterbremsen irgendwie. Uff, das war knapp.
weiß gar nicht, ob die ganzen... Oder Fuel ist wenig. Ob ich die ganzen Hubschrauber abschießen muss. Aber es macht Spaß. Also, es versuchen. So. Habe ich ihn getroffen? Ich konzentriere mich gerade so drauf zu fliegen. Da ist die Radarstation. Ich hab's gleich. Boah. Okay, schneller kann ich auch nicht werden. Ich hatte da gleich zwei Raketen. Ich kann mich bei Ace Combat 2 erinnern. Da hatte man fixe Geschwindigkeit. Da konnte man gar nicht schneller oder langsamer werden. Ich glaube, das war so. Okay, dann ist ja bei Air Combat genauso gewesen. Aber ich hatte eine fix eingestellte Geschwindigkeit. Da konnte ich schneller, konnte nicht langsamer werden. Fünf. Waren es fünf Hubschrauber? Ich habe keine Ahnung. Ich bin aber nur froh, dass ich es geschafft habe. Oh Gott. War doch eh nicht so anstrengend. Wir haben nicht mal irgendwas dazu bekommen. Mann, das war eine der anstrengendsten, aber auch kürzesten Missionen. Ja, Viertelstunde insgesamt vergangen jetzt gerade mal. Was ist denn? Oh Gott, was ist das? Ah, Schmerzen. Okay, hier hört der Ton auf, Mann. Das muss ich echt dann auf stumm schalten im Video. Was war denn das für ein Scheißton? Okay, bei euch wird das Spiel jetzt auf stumm gestellt sein im Video. Das ist so ein heller Piepston, Mann. Ich muss mir sogar die Kopfhörer da absetzen. Das tut weh in den Ohren. Na gut, wir haben Mission 9 freigeschaltet, die machen wir dann noch als nächstes. Ich schaue das gleich nochmal wegen dem Soundproblem an. Also ich muss da rüberfliegen, weil dann haben wir Mission 9. Ah nein, Mission 8, die machen wir zuerst. Destroy Enemy Staging Zone. Und das wird mal eine recht kurze Folge, aber hey, wie gesagt, ich probiere mal kürzere Folgen, die dann dafür ein bisschen öfter als nur einmal in der Folge dann und hochladen. Und dann sehen die Leute hoffentlich auch mehr Folgen. Und mit Leute meine ich euch. Ja gut, Flugzeuge haben wir keine neuen freigeschaltet. Vielleicht haben wir so langsam auch schon alle. Die Karte ist auch schon ziemlich voll. Aber ich weiß nicht, ob man das nicht nach rechts oder nach oben dann die Karte ausweitet. Aber ne, das war's mal mit der Folge. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.